Ja, hallo. Heute möchte ich den Seriendruckassistenten ein wenig genauer in Word vorstellen. Der Seriendruckassistenten eignet sich hervorragend dafür, wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Bei einem Brief beispielsweise kann ich den Adressblock so gestalten, dass eine Datenbank angezapft wird und die Kontaktdaten aus der Datenbank dann jeweils auf ein extra Briefblatt hinzugefügt wird. Und in diesem Beispiel möchte ich aber keinen Brief schreiben, sondern ich möchte Etiketten bedrucken. Und dazu öffne ich tatsächlich auch den Seriendruckassistenten. Und ich habe es mir so angewöhnt, das ist jetzt mein Vorschlag für ein weiteres Vorgehen, das Ganze über den Seriendruckassistenten mit Schritt-für-Schritt-Anweisung durchzugehen. Der Assistent startet im Schritt 1 und dort kann ich festlegen, welchen Dokumenttyp ich beschreiben möchte. In dem Fall Etiketten. Im zweiten Schritt werde ich nach den Etikettoptionen gefragt. Also ich muss erstmal das Dokument festlegen, das aktuelle Dokument soll verwendet werden und dann habe ich unter Etikettoptionen die Auswahl, ja, welches Etikett denn eingelegt wird in meinen Drucker. Und dann tatsächlich für das Blatt so hergerichtet wird, dass die Formate passen. In dem Fall sind relativ viele bereits, also viele Hersteller bereits in Word hinterlegt und ich wähle mal einen gängigen Anbieter hier aus und nehme eine Etikettnummer, wo mehrere Etiketten auf ein DIN A4 Blatt gedruckt werden. Das sind die Höhenangaben, die Breitenangaben, das komplette Seitenformat wird hier noch angegeben und dann aktualisiere ich das Blatt. Und im dritten Schritt wähle ich nun die Empfängerliste aus. Und die Empfängerliste liegt bei mir in dem Fall hier in einer Excel-Datei bereits vor. Die lade ich hier rein und wähle dann meinen Empfänger aus und im nächsten Schritt, der Schritt 4, kann ich dann unter weitere Elemente hier diese Platzhalter auf, ja, auf ein Feld für das Etikett erstmal drauflegen und die Formatierung mache ich gleich im Anschluss. Ja, hier sollen Leerzeichen zwischen rein, also der Platzhalter sieht immer Folgendes vor. Alles, was hier in diesen Klammern, in diesen Pfeilen drin steht, das ist der Platzhalter. Das ist ein Feld in Word. Und dann kann ich hier tatsächlich die restliche Feinformatierung vornehmen. Leerzeichen hier rein, die Straße auf eine extra Zeile, die Postleitzahl und Ort auf eine extra Zeile posten. Und wenn ich dann zufrieden bin, klicke ich hier auf alle Etiketten aktualisieren und dann werden diese Platzhalter auf den nächsten folgenden Datensatz, in dem Fall wieder auf das nächstfolgende Etikettfeld, passend verteilt. Im fünften Schritt könnte ich nochmal die Empfängerliste kontrollieren. In dem Fall gehe ich diese Empfängerliste einfach durch, ob die vollständig ist. Es werden nur fünf Etiketten bedruckt, weil die Datenbank, ja, das ist ein kleines Beispiel, eben nur fünf aktuelle Datensätze enthält. Dann kann ich im letzten Schritt tatsächlich das Word-Dokument zum Drucker senden. Und was natürlich eingelegt werden muss, und passen Sie auf, dass es auch richtig eingelegt ist, je nachdem, wie der Drucker eben das Papier fordert, ob die Etiketten nach oben ausgerichtet oder nach unten gedreht sind, dass natürlich auch der Druck funktioniert. Wenn ich jetzt OK klicke, ruft sich das Druckerpanel auf und dann kann ich denen die Anweisung geben, dass ausgedruckt wird. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.